Sieht's aus? Wir müssen das Gerüst stabiler machen. So wollen es die Magier. Uns fehlt aber Holz. Schön. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Warum sind denn hier Magier? Adanos segne dich, Fremder. Wo möchtest du hin? Ich möchte hier durch. Tut mir leid. Hier haben nur die Klosterbrüder Zugang. Gehe mit Adanos. Okay. Wie sieht's aus? Uns fehlt. Bin verwirrt. Aber okay. Ich weiß nicht, was die hier machen, aber okay. Ist das da einer? Es ist einer. Einer könnte hinaus. Einer könnte hinaus. Jupp, haut hin. Ja, hab ich ihm das Fett abgenommen? Okay, ich will mich nicht beschweren. Da runter sollte ich. Wo war das ein Weg? Ist das gut? Ist das schlecht? Wenn ich gleich tot bin, weiß ich, ob das schlecht oder gut war. Oh, wir wollen einen Weg. Ich laufe einfach mal den Weg hinterher und komme dann weiter schon mal. Ist das der? Nee. Kann mich erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Aber hier ist auf jeden Fall ein Beil. Hey, nur die Kasse. Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwinde. Du bist nicht sehr gesprächig, oh. Was glaubst du, warum ich hier lebe? Schon mal einen Einsiedler gesehen, der sich über Besuch freut? Nein. Na also, und jetzt hau ab. Nun erzähl mal was über dich. Kannst du mir sagen, warum ich gerade mit dir einen Kaffeeklatsch halten sollte? Weil du mir vertrauen kannst. Ich erzähle nicht alles weiter. Ach, kann ich das? Nun, wenn das so ist, beweis es mir. Was soll ich machen? Du willst mir beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Nun, dann geh mal zu morgen in die Taverne und bring ihm diese Flaschen Grog. Sonst noch was? Ja, bring mir die Bestellung von morgen für nächste Woche mit. Wo finde ich morgen? In seiner Taverne im Wald. Und wo ist der? Hier oben im Berg drin. Ich bin dann los. Ist okay. Morgen? Was? Weg im Wald, was? Wurde ihm was angezeigt. Ach, was? Spiel! Lass mich doch einfach das. Nein. Ich kann es nicht mitnehmen, weil. Jetzt. Nein. Ich hasse es, wenn die Dinge so scheiße platziert sind, dass man sie nicht mitnehmen kann. Weg hier oben drüber, aber das war doch Norbert und nicht Morgan, was? Egal, ich nehme erstmal sein Fleisch mit. Es liegt draußen, also wird es jedem. Die heute kann ich natürlich nicht mitnehmen, weil. Dekoration. Ich hasse es. Ich hasse sowas. Ich werde das nicht einfach mitnehmen. Nee. Stattdessen kann ich es mir nur anschauen. Ich möchte Dinge nicht anschauen. Ich möchte sie einstecken. Alles. Alles möchte ich mir einstecken. Alle 200 Tonnen. Von Lebensmitteln und Warengüter und mir gefällt die Art der Höhle hier nicht. Die Höhle möchte ich mir auch einstecken. Vielleicht später. Ich habe gerade. Mein Plan ist nicht, Höhlen mit Minecraft einzustecken. Nicht jetzt.
möglicherweise keine gute Idee. Direkt auf dem Berg oben? Das ergibt keinen Sinn. Da war nicht morgen, da war doch Norbert, was? Sind die jetzt Blade? Das ist. Ja, direkt da oben und was? Sind die im Wald, im Berg? Okay. Ich verstehe nicht, aber okay, scheinbar gibt. Wieso gibt es hier draußen in der Wildnis, wo lauter Monster sind und nichts geschützt ist, 2 Millionen Tavernen? Was ist das für ein Unsinn? Warum ist das so heiß? Was ist das für ein Unsinn? Geht auch gar nicht. So, also hier oben auf dem Berg, nicht da oben. Ist da unten eigentlich noch irgendwas? Hundehöhle. Oh, Kaktus ist wieder da. Er hat sich wieder hierher verirrt. Hat einen schlechten Orientierungssinn, sonst wäre er nicht wiedergekommen. Kann das mal mitnehmen, bitte? Was ist denn in der Höhle da hinten drin? Aber der geht gleich wieder. Das ist ja schön an meinen Zuschauern, sie gehen immer gleich wieder. Ich könnte mich auch nicht 5 Stunden lang ertragen. Vor allem nicht bei der Hitze. Es ist viel zu heiß. Oh oh. Mir fällt gerade auf, ich muss ganz woanders hin, wo keine Goblins sind. Sind die hinter mir her? War ich weit genug weg? Ich höre keine Geräusche, das ist schon mal gut. Okay. Nö, doch. Was? Nö, du bleibst nicht. Doch, du gehst. Ja, das sage ich doch. Ich kenne auch die Leute, die hier reinkommen. Die gucken 2 Minuten zu, denken sie, was ist das für ein Spaß. Ich gehe mal wieder und dann gehen sie wieder. Das war nicht morgen, oder? Adanos, ich möchte... Tut mir leid. Geh her mit... Nee. Okay. Taverne im Wald. Da drüben, das war Norberts Taverne. Andersrum. Doch, ich bin scheiße. Nö, du bleibst nicht. So rum. Jetzt darf ich noch eine Taverne suchen. Sag mal. Ich meine, sind lauter wilde Monster auf dem Weg. Ist nichts gesichert. Es ist ein Wald abseits von allem. Oh, es sind 2 Millionen Tavernen. Was ist euer verficktes Problem? Wer baut denn so Tavernen? Also. Genauso, ja, dachte ich mir doch. Das da ist keine Taverne, oder? Fleischwanze? Bin jetzt nicht sicher. Noch mehr Fleischwanze. Die ich nicht treffe, weil. Jetzt. Ganz schön schwierig, die kleinen Viecher zu treffen. Ich hoffe, das waren nicht irgendwelche verwandelten Magier. Wenn, dann sind sie jetzt. Irgendwas stimmt in der Beleuchtung nicht. Marion, ihr Baby. Ja, ich suche kein Marion noch kein Baby. Ich suche eine Taverne hier im Wald. Morgen Taverne finde ich im Wald im Berg. Hier ist sehr viel Berg und sehr viel Wald. Was denn das? Wo soll ich denn jetzt wissen, wo diese Taverne ist? Wie soll er mir eine Karte geben? Aber es will mir nur eine verkaufen, weil ich bin doch nicht blöd und lass mir. Na toll, Wölfe. Da hinten haben wir Barks. Ja, geil. Wie komme ich jetzt an denen vorbei, ohne zu sterben? Wenn ich ganz schnell, ganz knapp vorbeilaufe. Hallo. Da stelle ich fest, dass da hinten Skelette sind. Geil. Und dann stelle ich fest, dass ich jetzt gleich tot bin. Das sind Wölfe. Oh, und Wildschweine. Und Hirsche. Und
Da will ich tun. Was ist das? Was? Das ist Legend of Asun, wie auch immer. Nikolik 2 Mod. Hast du dich jetzt wieder aufgehängt? Schon hast du dich wieder aufgehängt, ey. Was hat diese Mod für ein beschissenes Problem? Warum? Warum will ich wissen? Das Hauptspiel läuft doch problemfrei. Warum nicht du auch, du scheiß Mod? Lauf doch einfach. Ich hab doch gesagt. Legend of Asun, wie auch immer. Wer weiß, wie man das richtig ausspricht. Das ist eine Mod für Gothic 2. Du könntest mal wieder starten. Kopiert. Wieso kopierst du denn nicht rein und erst wenn ich sage, hey, ich möchte eine andere Gothic 2 Mod spielen, kopierst du es wieder andersrum. Dann wird es viel schneller starten. Ist doch keine Option für sowas. Na komm, starte wieder. Wird ja heute richtig gut funktionieren. So, bitte wieder in hell. Danke. Hallo Mann oder Frau mit den kyrillischen Zeichen, die ich nicht aussprechen kann. Du funktionierst du jetzt bitte, danke. Was hat das Spiel? Achso, diese Mod für ein Problem. Mein Gott, das Problem zwei Probleme hat, das weiß jeder. Gut, generell funktioniert halt immer nur so. Gut, dann versuchen wir es doch mal. Ich kill jetzt nicht die Fleischwunde. Ich versuche jetzt mal an dem Wolf. Oh, das Wildschwein. Leck mich doch. Könnt ihr nicht einfach abhauen und mich in Ruhe lassen? Hey du, rück die Kohle raus oder ich polier dir die Fresse. Dann wollen wir... Du hast es nicht anders gewollt. Yeah. Nun. Na toll, inzwischen hängt... Nein, es lädt. Es lädt sogar mal. Hey, toll, es kann auch laden. Okay, so komme ich nicht da hinten hin. Puh. Ja, was mache ich da jetzt, ne? Ich weiß wieder, wo ich diesen Morgen finde, noch wo ich sonst hin muss. Ich kann mich noch weiter links rum. Ja, Grabsteinsprüche. Braucht kein Mensch den Scheiß. Noch ein Wolf, ja geil. Alles voll mit Winkern geklatscht, die ich nicht besiegen kann. Geil. Ich hab die auch lieb, Spiel. Super. Welche Idee? Wessen Idee war das? Ja, Delfinos Idee, so brutal zu spielen. Die natürlich auch dann prompt verpisst hat, jetzt nie wiederkommt. Was für ein Arschloch. Oh, Moment. Ich sehe nichts und ich werde jetzt gleich irgendwo runterfallen, weil ich nichts sehe. Komm ich da rum, ohne dass ich... Nee. Aber ich finde... Oh, ich habe ein Amulett gefunden. Und ein Holzscheit. Amulett. Habe ich schon ein Amulett? Ich glaube, ich habe noch gar kein Amulett. Amulett. Schutz vor Feuer. Angespielt. Danke. Nicht irgendwie vor Waffen oder so, nee, vor Feuer. Mit mal. Das ist eine Taverne? Nee, das ist. Diese Tavernen hier machen mich fertig, ne? Wer baut denn so Tavernen? Leute. Wie könnt ihr hier überleben? Wie könnt ihr hier nur überleben? Nein! Nein! Ja, häng dich mal ins Gitter. Oh Gott, ich laufe hier falsch. Hier komme ich nicht raus. Ich hoffe, er hängt noch im Gitter.
Ich muss hier mal weg. Auch wenn der Wolf auf dem Gitter hängt. Man geht in das nächste Level. Brauchen wir über. Ja, über 1400 Erfahrungspunkte. Ach. Es ist viel zu heiß zum Rechnen. Ich glaube, es sind 1465. Okay, wir gehen wieder zurück über die Brücke, dann da drüben. Alter. Das Spiel gibt mir nicht mal eine Gratiskarte. Nee, ich soll die kaufen. Pff, kommen denn da hin? Lieber spiele ich 20 Stunden länger, als dass ich mir eine Karte kaufe. Also wirklich. Karte kaufen. Soweit kommt's noch, du. Kommt noch irgendwas? Die Schilder. Ist meine Mathelehrerin? Wieso ich? Ist doch deine Lehrerin, sag du sie ja. Sag ich einfach, die Scheiße brauchst du eh nicht. Brauchst du auch nicht. Kannst du Dreisatz, hast du fast schon alles, was du brauchst. Dreisatz und Bruchrechnen, mehr brauchen wir nicht. So, wo komme ich denn da jetzt hin? Da war doch ein Weg irgendwo. Irgendwo. So, Spiel. So, das war das da? Ja, bin richtig. Trau mich nicht. Hubert! So jetzt zwar nicht, aber hey. Was machst du hier so alleine? Ich bin ein reisender Händler. Ich beliefere die Höfe und von Zeit zu Zeit die Kämpfer und Berserker des freien Lagers. Was hast du anzubieten? Diverses. Schau dich einfach mal um und sag Bescheid, wenn dir etwas gefällt. Oh, ich hätte gerne Apfel. Landgeist. 250? Warum kostet das so viel? Warum sieht die Spitzhacke so komisch aus? So, ich leime mal ein bisschen was aus. Das ist aber auch nicht die Taverne. Das ist diese Kack-Taverne, die ich suche. Da brauchen wir noch irgendwas. Ja gut, plus, minus, mal geteilt, aber das sollte man können. Ja, und dann halt Bruchrechnen und Dreisatz. Hast du alles. Gibt irgendwelche Spinnen, die erzählen, wir bräuchten noch mehr, aber... Dieses Blödsinn, du. So, was haben wir da? Gegner nehme ich an. Dass da noch was ist, aber das ist eine leere Höhle. Okay. Und was sagst du? Oh, toter Mann. Nun. Oh, ist das ungünstig für den Mann, dass er tot ist. Sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber man kann sie mal angucken. Dann laden wir wieder. Dann schießen wir das Spiel ab, weil sie es festgefahren hat beim Laden. Und dann. Gut, wo war denn der Typ? Du bist Karl, weil das ist doch dein Hof. Der Typ steht da vorne. Genau. Hallo Marant. Lass uns die Bestie jagen gehen. Hast du Norberts Hammer dabei? Ja. Gut. Merk dir, wenn wir jetzt losgehen, gibt es kein Zurück mehr. Entweder Sieg oder Tod. Bist du dir sicher, dass wir jetzt losschlagen können? Lass uns das Vieh erlegen. Hier der Schnaps.
Gut, ich habe das Vieh bereits ausgekundschaftet und kenne dessen Aufenthaltsort. Geh voraus. Ist das die Höhle da hinten? Das könnte erklären, warum hier keine Gegner sind, damit man bei dieser Sequenz nicht angesprungen getötet wird, weil man jetzt nichts machen kann. Ist immer noch zu warm. Ich wünschte wirklich, beim Programmieren hätte es Internet funktioniert und jetzt nicht. Wobei, beim Programmieren war es morgen jetzt auch wieder heiß. Ach, ich hasse Hitze. Alles über 20 Grad ist zu heiß. Sag mal, wie es ist. Ja, ist die Höhle, die eben noch leer war. Da war nichts drin. Ich habe Videobeweis. Verflucht, wir sind dem Vieh in die Falle gegangen. Das Biest hat uns vor der Höhle aufgelauert. Komm mit und zeig mal, was du kannst. Ist ein guter Zeitpunkt, um sich anzustrengen. Na, dann los. Ach du Scheiße, ein Schattenläufer, wirklich? Ja, easy. Geschafft! Wir haben das Höllenbiest getötet! Hey! Ich wollte das ausnehmen.